Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Electrical Island mit Kai und Hendrik. Hast du schon herausgefunden, wie man den Crosshammer macht, Chris? Was ist denn die Quelle? Uhr. 15 Minuten. 0. So. Weiter nach unten? So, jetzt geht's wieder weiter. Ich bin hier gerade am Haus bauen. Was hast du gerade gemacht? Stoppuhr. Oh ja. Boah, die Quelle ist ja riesig. Riesig, relativ groß. Ich glaube, ich sollte die besser doch markieren. Ja, dann mach, wenn du es nicht lassen kannst. Oh, meine Axt! Oh no, my Axt! Bei uns in der Nachbarschaft bellt gerade die ganze Zeit so ein behinderter Köter. Ohne Spaß. Jetzt hat er aufgehört. Was? Ohne Spaß, bei uns in der Nachbarschaft bellt die ganze Zeit wuff, wuff. Voll so behindert einfach. Ich finde Hunde zwar süß, aber wenn die ganze Zeit bellen, ey, ohne Spaß. Das geht zu weit. Das geht also zu weit. Also es geht echt zu weit, wenn Hunde kommunizieren, ey. Nee, geht, ohne Spaß, da ist gar kein. Da ist nur ein Hund. Ich kenne ja den Nachbarshund, ja. Und die haben nur einen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der bellt. Jetzt hat aber aufgehört. Eis? Jetzt hat er aufgehört. Ja, Tatsache, da hinten ist ein Eis. Jetzt, wo ich ihn angeschrien habe, nein, ich habe ihn nicht angeschrien, aber. Wo ich den erwähnt habe, es hat er natürlich aufgehört, aber es glaube ich hat man eh nicht gehört. Wenn doch, entschuldige ich mich. Wenn doch, dann entschuldige ich mich. Das denkt man nicht. Macht Trud und so und Keogris, werde ich euch alle vernichten. Hey, hallo, du bist nicht. Der Hendrik hat die gleichen Pläne wie Team Aqua und Team Magma. Die wollen die Kraft von Krudern und. Ja, nur ich bin Team. Nee, ich bin Team. Team Bunt. Aber wie nennt man das? Magma, ich bin Team Grün. Team Ozon. Team was? Also Team Ozon. Achso, Team Ozon. Ich hätte jetzt bei dir ja, eher gesagt, ist, so Team Partikel. Das ist die grüne Variante von Team Aqua und Team Magma. Die wollen für die Weltherrschaft Rayquaza benutzen. Voll gemein. Und Spaß, wenn also es so eine Pokémon-Welt wäre. Team Aqua und Team Magma mittels Rayquaza aus und dann nutzen dann Team Grudo und Kyogre mit zusammen mit der Rayquaza, um dann alles zu vernichten. Soll ich leben? Aua. Aua. Und Spaß, wenn wir in so einer Pokémon-Welt leben würden. What the fuck, Fibrous Taint? What the fuck ist denn das bitte? Könnte es Lied sein? Dann würde ich nicht verstehen, warum so? Leute Pokémon versklaven. Weil, wenn wir jetzt in so einer Pokémon-Welt leben würden, zum Beispiel, ja? Und da kommt einer her und will mit einem Pokémon die Weltherrschaft. Das könnte ich echt nicht verstehen. So, Weltherrschaft. Geht ja nicht ums Versklaven. Ich meine, guck dir die Schwarz-Weiß an. Zum Beispiel der N, der hat das ja, ein legendäres Pokémon dazu gemacht, dass es von sich aus ihm helfen wollte. Ja, gut. Aber wenn du jetzt Team Magma und Team Aqua nimmst, ja, die wollen ja schon wirklich quasi das versklaven. Die haben es auch nicht versklavt, die haben das entdeckt und kannst nicht versklaven nennen, die haben die Gedanken, die haben Gedankenkontrolle angewendet. Mittels dieses komischen Dings da mit dem komischen Stein da. Ja, ja, klar, mit dem nicht versklaven. Der Kugel, das ist doch kein Stein, das ist doch eine Kugel, oder? Ja, oder irgendwie. Blaue Kugel. Rote Kugel. Blau und die rote Kugel. Gibt es eine grüne Kugel? Weiß ich gar nicht, ob es die gibt. Die wurde niemals erwähnt. Niemand sagt, dass die nicht existiert. Und Team Ozon hat da natürlich die grüne Kugel gefunden. Ja, natürlich. Ja, aber echt, man braucht doch quasi eine neue die Kugel, Edition von um die zu kontrollieren. Kriegst du ja quasi in Smaragd, kriegst du zum Beispiel die blaue Kugel. Und damit kannst du dann Kyogre quasi zähmen? Nee, oder kriegst du meinst Saphir, kriegst du die. Ja, meinte ich doch, Saphir. Hab ich irgendwas Smaragd ja, das gesagt? Ja, das hast du Smaragd gesagt. Ja, da kriegst du auch die Dings. So ist es ja nett. Ja, in Smaragd kriegst du beide. Ja, ja, eben.
Nachdem du Team Magma und Team Aqua besiegt hast. Aber es waren, irgendwie schon aber logisch, trotzdem waren es legendäre Editionen. Dass so ein kleines 10-jähriger Junge eine gesamte kriminelle Organisation die Weltherrschaft haben will und besiegt. Ja, warum nicht? Was ist los? Natürlich! Aber trotzdem, ich fand... Weißt du, was ist? Ich bin groß um 10, jetzt kann ich Bösewichten in den Arsch treten und alleine... mit einem Fahrrad die gesamte Welt bereisen, da ich als 10-Jähriger natürlich voll dazu in der Lage bin. Ja, in der Pokémon-Welt bestimmt, weil du die Pokémon hast, um sich zu verteidigen. Weißt du, nicht so, dann weißt du, auf dem Schulhof kommt da nicht so, so ein Schläger und sagt, gib mir dein Pausenbrot, sondern lass uns ein Duell machen um dein Pausenbrotgeld oder so, weißt du? Wir kommen jetzt nicht so, ich mach dich kaputt, ich hau dir auf die Schnauze, sondern... Ich hab einen Mod gefunden, den wir wahrscheinlich wieder raushauen müssen. Oakwood? Warum hat es Oakwood? Das ist nochmal Oak. Normales Holz, oder? Ja, Oakwood ist normales Holz, ja. Warum haben die so komisch gelbe Blätter? Das ist ein Rosenblatt. Weil das ist so ein Mod. Wie kein Koppel mehr. Leute, warum hast du keinen Crit bekommen, du scheiß Zombie? Zombie, ja, was ist denn Kai? Zombie-Killer. Hast du mir überhaupt zugehört? Was irgendwas mit gesagt, Mod irgendwie raushauen, ne? Kai hat einen Mod gefunden, den wir wieder rausnehmen müssen. Und was für einen? Warte, irgendwas stimmt da nicht. Zombie Kill. So, weg damit. Was ist für ein Mod? Noch ein Zombie. Husha! Ja, boah, ich bin hier voll Warrior. Also ich scout hier in der Nacht durch die Gegend. Ach ja. Der Scheißregen nervt schon ein bisschen, aber Kai, Hendrik ist gerade weg. In Ordnung. Deswegen klappt das nicht so. Bei mir schneit's. Echt, bist du im Winterbiom? Ja. Okay. Suche nach einem auf der langen ewigweilen Suche. Nach einem Vulkan. Vulkan ist Hendrik in ein Winterbiom gekommen. Es war kalt und er hatte keine Pullover an, um sich zu wärmen. Aber er lief weiter. Kämpfte gegen jedes Wesen, das sich ihm entgegenstellte. Das ist nur eine verdammte kleine verschätzte Biene war. Wir müssen Denpipes raushauen. Was ist das denn? Ich hab Marmor gefunden. Ja, Marble kannst du auch mitnehmen. Also ich such so nach einem Vulkan. Oh, Marmor. Warum müssen wir das denn raus tun? Erklär's mal kurz. Weil, oder irgendwie bearbeiten zumindest. Aber ich würde ihn rausnehmen. Erstens, weil er irgendwie nur zwei Pipes wirklich hat, weil wir den Rest eigentlich mehr durch Applied, nicht Applied Energistics, durch Advanced, Additional Pipes haben. Also den Pipes eigentlich eher mehr so unnötig. Und, der zerstört Thermal Expansion. Deswegen ist diese komische, Wrench da weg. Okay. Also glaube ich zumindest, dass er sich da reindrängt und die zerstört. Hey du Zombie. Sicher? Ziemlich. Also nein. Also doch. Marble. Bam, Critical Damage. Critical Damage. der war krass. Holy shit, was noch? Ist das? Keine 6 Ahnung. Minuten ungefähr, ne? Ich hab Aptit gefunden. Ist das normal, dass es in einem riesigen Haufen auftaucht? Ja, das müllt dir deine Kisten zu. 6 Minuten noch. Also nicht mitnehmen. Aua. Also soll ich das nicht mitnehmen? Nee, brauchst du nicht. Soll ich es markieren? Ein Teil eigentlich schon, wir haben gar keins bisher. Ja, und braucht man am Anfang Appetite gar nicht. Wenn man es braucht, kann man später. Soll ich es markieren? Später wunderst du dich, wir haben keine Appetite. Ja, markier's mal. Ach komm, hier. Lass mal eh davon genug. Ich kann nicht wegschmeißen. Weil ich jetzt in die Höhle gehe, wieder ein bisschen farmen. Die restlichen 5 Minuten. Und dann haut der Kai den Mod raus, ich im Server und dann
Ja, machen wir ganz doll Liebe und dann funktioniert's. Immer diese blöden Slimes, ey. So komisch. Bam. Hui. Bam. Pio, aua. Kaputz und schon wieder ein Critical Hit. Brauchen wir da nur Ingwa für? Ein Ingwa. Crit-Hitter. Ah, hier ist er, stimmt, hier ist Zombie-Killer. Der Mob-Spawner. Der Crit-Hitter-Zombie-Killer. Bam. Crit-Hitter-Zombie-Töter. Ah, guck mal, ich hab's. Der Crit-Hitter-Zombie-Killer. Ah, du brauchst nur noch Dings mitzunehmen, Hendrik. Du solltest ganz unbedingt Basalt finden. Ich bin gerade so schön wie am Marmorfeld. Ja, ich bin auch gerade am Marmorfeld, deswegen. Die ist viel besser und dafür brauchen wir nur Inva. Das ist nicht viel. Deswegen, ich brauche eigentlich dann nur noch Basalt. So ging Hengis Reiseweise, nachdem er ein Marmor gefunden hat, was ihm nichts mehr weiterbrachte, da Chris bereits ein anderes gefunden hatte. So ging Hendriks Suche für eventuell vergebliche Suche. Silber und, Gold. Silber und Gold. Silber? Ja, Silber und Gold. Das. Drei, bist du dir sicher, dass es in Richtung Südosten war? Ja, davon sind wir hergekommen. Ja, irgendwo so in die Richtung ist es so. Richtung Süden so und nicht so viel Ost, mehr Süden. Ja, also Hendrik. Dschungelbiom. Ja, du schon Dschungelbiom. Ist ja auch schon lustig, ein Dschungelbiom direkt immer im Winterbiom. Normalerweise müssten die ganzen Dschungelbäume alle sterben. Oder ganze ja, Schnee würde schmilzen. Im Prinzip. Ja, soll ich ein bisschen Dschungelholz mitnehmen? Ich glaube, wir haben noch keinen Dschungelsapling. Ja, dann nimm mal. Fäll einfach mal so einen großen und dann klappt es. Weil der geht ja eigentlich recht schnell. Irgendwie schon unlogisch, ja, dass es auf der gesamten. Wenn es irgendwo regnet, ist es auf der gesamten Minecraft-Welt regnet, weil es bleibt ja nicht so. Ja, bei mir regnet es gerade nicht. Echt? Also, ich weiß nicht, ob es bei mir regnet. Ich bin unter der Mine. Also in der Mine quasi. Ich weiß nur, dass es in der Wüste nicht regnet, aber sonst muss es eigentlich überall regnen. Ja, auch im Dschungel. Gut's ja. Und im Schneebiom schneit es natürlich, wenn nicht regnet. Lol, schon wieder ein Teil der Höhle gefunden. Ohne Spaß, die Höhle ist echt pervers. Alter, jetzt fehlen mir wieder zwei Lied. Was ist denn das für eine Verarsche, ja? Musst du kurbeln, mein Freund. Kurbeln für dein Geld. Treib die Kurbel an, treib sie richtig an. Treib die Kurbel an, damit die Kurbel treiben kann. Alter, wir sollten echt mal so eine Single machen. Dass wir immer so viele Lieder haben. Auch wie in World of Tanks, ey. Richtig krass. Penetration. Aua! Penetrating. Aua, oh, geh weg. Aua, nein. Ah, Mama. Ich will nicht sterben. Die Stimmsticks bringen echt mehr, fällt mir gerade auf. So, jetzt auch noch ein paar von diesen Kokosteilen da mitklatschen. Komm her, Coconuts. Oh ja, Coconuts kannst du mitbringen, dann können wir uns ganz, ganz viele Kekse machen. Kekse! Du Scheiß-Creeper, aua. Scheiß-Creeper. Scheiß-Creeper, der so geschrien hat. Kekse. Ah nein! Geh weg, Zombie! Nein! Ah! Alter, wie viele Monster hier einfach kommen? Du bist halt nicht so ein Warrior wie ich. Ach, klar, ich kann nur zaubern. Deswegen. Ja, wenn der Magier schon vergeben ist, dann muss ich ja dann einen Warrior nehmen. Das ist ein Zwerg, glaube ich, der Warrior. Cool! Ich bin Gimli. Okay. Nee, ja, Namen können wir schon, glaube ich, ändern. Ja, komm. Mach doch auf der Zauberin auch einfach einen Mann und nenn dich Gandalf. Gandalf, ja, der ist gut. Der ist echt gut, Alter. Gandalf, nee, der Weise. Nee, ich nehm schon eine Frau.
Aber ich weiß nicht, was ich dann später... Boah, bist du langweilig, eine Herr der Ringe-Figuren. Oh. Also wirklich, du langweilig. Oder stimmt Ork. Eins von den zwei. Aber ich weiß nicht, ob man Ork nennen kann. Nenn dich Sauron. Ja, genau, klar. Was ist los? Ja, ich hab den Vulkan gefunden. Ja, da kannst du ein bisschen Basalt abbauen. Herr Kai, der Vulkan, den ich jetzt gefunden habe, ist mehr Richtung Osten wie Richtung Süden. Och, Stanley! Ja, kann sein, dass da ein anderer Vulkan ist. Oh, die Folge ist vorbei. Dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Electrical Island. Island, nicht Ivan. Island mit dem Kai und mit dem Hendrik. Tschüss! Tschüss! Tschö. Scheiß Vulkan.